Fußball TV wird Ihnen präsentiert von Intermedia Heidelberg. Hallo und willkommen beim SV Sandhausen zum Pressegespräch vor dem 16. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga. Unsere Mannschaft trifft am Sonntag auf den MSV Duisburg auswärts. Und ich wollte darauf hinweisen, dass unsere Dauerkartenaktion ist gestartet. Ab dem Braunschweig-Spiel können unsere Fans die Dauerkarten erwerben. Das Mikrofon liegt bereit, ihr könnt los. Herr Schwarz, wie ist denn der MSV Duisburg einzuschätzen nach dem Trainerwechsel vor 2-3 Wochen? Ja, der MSV Duisburg ist so einzuschätzen, dass sie in der Liga eigentlich angekommen sind. Ja. Sie haben am Anfang viele Probleme gehabt, dann haben die Ergebnisse nicht gestimmt und jetzt nach dem Trainerwechsel ein beachtliches 1-1 gegen den Tabellenführer aus Freiburg und auswärts einen Punkt geholt, war glaube ich der erste Auswärtspunkt, den der MSV geholt hat und sie sind wieder auf einem ordentlichen Weg, deswegen ist es sehr hoch einzuschätzen, dieser Gegner. Qualitäten hat der MSV Duisburg? Ja, was für Qualitäten hat der MSV Duisburg? Sie stehen sehr, sehr kompakt, sie sind schwer zu bespielen, haben dann auch jetzt vorne ein bisschen mehr Flexibilität. Wie ich gelesen habe, fällt, glaube ich, Obina aus, den sie da geholt haben. Ein sehr, sehr guter Spieler. Sie sind insgesamt schwer zu bespielen, gerade zu Hause. Sie haben zu Hause Paderborn geschlagen, haben 4 Unentschieden und 3 Niederlagen. Sie sind noch nicht so in den Ergebnissen, wie sie eigentlich in der Spielart sind. Von 1993 bis 1995 beim MSV Duisburg gespielt. Erstens, ist es ein besonderes Spiel für Sie? Und zweitens, was für Erinnerungen verbinden Sie noch mit dem MSV? Ja, der MSV war mein erster Wechsel. Ich war ja 10 Jahre davor in Stuttgart und bin dann nach Duisburg unter Ewald Lienen. Es war eine schöne Zeit, aber auch leider eine verletzungsanfällige Zeit. Ja, denn nach dem ersten Bundesligaspiel war ich lange verletzt, musste mich da lange gedulden. Aber was mich schön erinnert ist, man hat viele Freunde gewonnen dort oben. Und was mich auch schön erinnert ist, dass wir im ersten Jahr, wo ich oben war, in der Saison 93-94, nach dem 24. oder nach dem 23. Spieltag, glaube ich, mit minus einem Tor Tabellenführer der Bundesliga war. War ich vorher noch nie. Das durfte ich auch mal sein. Ich glaube, das war der 24. Spieltag, haben wir zu Hause gegen Werder Bremen 1-0 gewonnen und waren dann mit minus einem Tor Tabellenführer und sind als Tabellenführer damals einen Spieltag später zu Bayern München gefahren und da gab es direkt einen auf den Sack. 4-0 verloren. Aber wir waren mal vorne. Ich habe ein Hochgefühl nach dem Sieg über den KSC vor, jetzt bei dem Tabellenschlusslicht zu spielen. Und dann muss man da viele Worte verlieren, die da auch ein bisschen runterzuholen. Oder macht es die Mannschaft inzwischen ganz allein? Also da brauchen wir keine Worte zu verlieren. Die Mannschaft hat diesen Charakter, das habe ich gesagt, dass sie immer an die Leistungsgrenze gehen kann. Also es gibt keiner, der sich zurücklehnt, es gibt keiner, der zufrieden ist, es gibt keiner, der weniger im Training macht. Die Trainingswoche war bis jetzt richtig gut. Man sieht, wie die Mannschaft lebt, nicht nur auf dem Feld, den man gegen das KSC gesehen hat, sondern auch im Training. Das macht Spaß und genau das müssen wir auch am Sonntag wieder rüberbringen. Für uns ist es egal, ob es gegen den Tabellenführer oder gegen den Tabellenletzten geht. Wir müssen das, was wir uns erarbeitet haben, weitermachen. Schritt für Schritt. Da sind wir auf einem guten Weg und da zählt es nicht, auf den Tabellenstand zu schauen. Der SV Sandhausen ist ja in ihrem ersten Jahr drin geblieben, weil Duisburg die Lizenz verweigert wurde. Meinen Sie, da gibt es noch irgendwelche Ressentiments von den Fans, weil damals Sandhausen den Platz von Duisburg eingenommen hat? Weiß ich nicht warum, weil der SV Sandhausen hat keine Fehler gemacht. Und der Fehler hat der MSV damals gemacht und nicht der SV Sandhausen. Und der SV Sandhausen hat davon natürlich dann profitieren können durch Fehler, aber das hat ja nichts damit zu tun. Wenn es vielleicht Sandhausen nicht gewesen wäre, dann wäre es Regensburg gewesen. Die waren, glaube ich, damals dann Tabellenletzter.
Das SV Sandhausen hat die Hausaufgaben gemacht, um die Lizenz dementsprechend zu bekommen. Man ist nachgerückt, aber das hat dann mit dem Sportlichen überhaupt nichts zu tun. Der Stefan Kulowitz fällt aus wegen der fünften gelben Karte. Wer wird ihn ersetzen? Herr Kulo fällt leider aus. Er hat auch ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Das muss man auch mal raushängen gegen den KSC. Nicht nur das eine Spiel, sondern auch wie er jetzt hier richtig angekommen ist. Und der tut uns natürlich weh. Aber wir haben ja auch gegen Heidenheim den Kulo im Pokal ersetzen müssen durch eine gelb-rote Karte im Vorspiel. Das hat Rosbach hervorragend gemacht, der da in diese Rolle sehr, sehr gut reingeschlüpft ist. Und denkbar wäre auch Alex Bieler, der in Mainz auf dieser Position gespielt hat, der auch ein ordentliches Spiel gemacht hat. Das wäre vielleicht die offensivere Variante. Und Damian Rosbach die defensivere Variante. Gibt es weitere personelle Veränderungen, die Sie vornehmen könnten? Also insgesamt eigentlich nicht. Sind wir eigentlich alle soweit zufrieden. Wir müssen natürlich schauen. Tim Gister hat die Mittelhand gebrochen im Spiel gegen den KSC. Und da gibt es eine Schiene. Ich denke nicht, dass es dann Probleme geben wird. Maske und Schiene. Haben wir, ja, vielleicht fällt noch die andere Hand dazu und dann gibt es zwei Schienen. Aber ich denke nicht, dass es dann irgendwie im Raum steht, dass er nicht spielen kann. Kevin Kratz wird weiterhin ausfallen, genauso wie Kuhn, Kulowitz die fünfte Gelbe. Die drei Langzeitverletzten und bei Manuel Stiefler, der richtig gut mittrainiert, kann man sagen, er hat Trainingsrückstand. Aber sonst ist er auf einem sehr, sehr guten Weg. Mitfahren? Nach meinen Informationen sind es zwei Fanbusse, also um die 100. Da verschieben sich ja so die Vorzeichen. Man fährt zu so einem Traditionsclub und du bist in der Tabelle ganz woanders. Aber wie gehen Sie als Trainer damit um, mit dieser seltsamen Situation, dass man von oben in der Tabelle runterschaut und zum MSV Duisburg fährt? Also erstmal schauen wir auf niemand runter. Ich meine, der Ist-Zustand ist eben gerade so, dass wir diesen Tabellenplatz einnehmen und der MSV Duisburg einen anderen. Wir haben es auch schon erlebt, wo wir nach Düsseldorf gefahren sind. Das ist, glaube ich, noch eine größere Tradition. Und da sind wir auch auf einem anderen Tabellenplatz gestanden, auf einem besseren wie die Fortuna Düsseldorf. Für uns ist es ein Spiel wie jedes andere auch. In dieser Liga kann jeder jeden schlagen. Und so gehen wir auch an das Spiel ran. Da gibt es nichts, habe ich vorher gesagt, da wird nicht auf den Tabellenplatz geschaut, sondern da wird auf den Gegner geschaut. Und der Gegner hat seine Qualitäten und die müssen wir versuchen einzudämmen und unsere Qualitäten dementsprechend nach vorne zu schieben. Und dann hoffen wir, dass wir auch in Duisburg was mitnehmen. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, das scheint der Fall zu sein, dann danke ich fürs Kommen und hoffentlich bis bald. Hartwald TV wurde Ihnen präsentiert von Entermedia Heidelberg.